Herzlich willkommen im CBase Fernsehstudio zum 95. Netzpolitischen Abend des Vereins Digitale Gesellschaft. Ganz begeistert, hier zu sein, das erste Mal seit Ewigkeiten an einem Ort. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt an euren Multifunktionsempfangsgeräten und hier in den Stream gekommen seid. Und ja, es ist ein ganz komisches Gefühl, hier nur von Speakern umringt zu sein und ansonsten euch gar nicht hier zu haben. Ich hoffe, das ist ganz bald wieder anders. 95. Netzpolitischer Abend. 2011 haben wir damit angefangen. Jetzt, die gesamte Corona-Zeit, gab es auch im Stream Netzpolitische Abende. Test. Ich freue mich sehr, dass wir heute ganz tolle Speaker dabei haben, die uns einen Einblick geben in die aktuelle politische Lage. Marie Böckling wird darüber sprechen, das neue Berliner Polizeigesetz vorzustellen. Und Johannes Filter wird über Rassismus in Algorithmen sprechen. Und dann freue ich mich auch besonders, dass Volker hier ist, um den neuen Upload-Filter im Urheberrechtbericht vorzustellen. Da hat die Digitale Gesellschaft heute ein Booklet zu veröffentlicht. Und jetzt übergebe ich auch direkt das Mikrofon an Marie Bröckling, die ein eigenes Mikrofon natürlich bekommt und die bei netzpolitik.org arbeitet, schon über 2 Jahre mittlerweile und sich damit über drei Jahre schon, und sich da von Anfang an mit Sicherheitsgesetzen, mit den Polizeigesetzen beschäftigt hat, sich sofort einen Namen gemacht hat, in verschiedenen Parlamenten beraten hat, Vorträge zu dem Thema beim Chaos Communication Kongress zum Beispiel oder auch bei der Republika gehalten hat und jetzt hier im CBase Fernsehstudio quasi das neue Berliner Polizeigesetz vorstellt und uns erzählt, was sich damit für uns Berlinerinnen und Berliner ändert und allen anderen zeigt, was man auch als Polizeigesetz machen kann. Dankeschön. Dein Stream. Vielen Dank dir, Sandra. Ja, danke für die Vorstellung, danke für die Einladung heute Abend. Genau, mein Name ist Marie Bröckling, ich bin Redakteurin bei netzpolitik.org, arbeite da seit, wie Sandra gerade meinte, etwa 3 Jahren vor allen Dingen zu dem Thema innere Sicherheit, Sicherheitspolitik und beschäftige mich da seit langem mit den Polizeigesetzen. Und heute möchte ich reden über das Berliner Polizeigesetz. Das Berliner Polizeigesetz befindet sich gerade in der Planung. Die Landesregierung hat vor 2 Wochen einen Gesetzesentwurf vorgelegt und der wird jetzt voraussichtlich diesen Herbst noch verabschiedet werden. Ich möchte vor allen Dingen meine Folien starten. Ich möchte vorwegnehmen, dass Berlin in vielerlei Hinsicht bei diesem Polizeigesetz einiges besser gemacht hat als die anderen Bundesländer. Und was sie genau besser gemacht haben, das werde ich jetzt in diesem Vortrag in den nächsten 20 Minuten ein bisschen beleuchten. Und ich möchte ganz grundlegend einsteigen, um erstmal so einen Eindruck davon zu bekommen, wovon wir überhaupt reden, eine Einordnung zu schaffen. Polizeigesetze beschreiben immer, was oder regeln die Befugnisse, die die Polizei ergreifen darf, und zwar im präventiven Bereich. Das heißt, noch bevor eine Straftat begangen wurde, darf die Polizei allerlei Maßnahmen ausüben. Dazu gehören so ganz klassische Dinge wie etwa die also eine Informationspolitik, Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit, auch Observation von Menschen, Ausweiskontrollen und dann natürlich allerlei technische Maßnahmen, also sowas wie hier im Bild, Videoüberwachung, das Abhören von Telefonen oder im Extremfall sehr umstritten der Einsatz von Trojaner-Software. In den letzten Jahren gab es in Deutschland eine ganze Welle neuer Polizeigesetze. Zahlreiche Bundesländer haben ihre Gesetze in der Hinsicht überarbeitet und vor allen Dingen immer erweitert. Und Berlin steht so ein bisschen am hinteren Ende dieses Prozesses. Und deswegen möchte ich erst noch mal jetzt einen Moment zurückblicken und einen Einblick darin geben, was die letzten 3 Jahre so gelaufen ist, um dann zu beschreiben, warum das, was wir jetzt in Berlin sehen, so besonders ist und so anders ist.
Genau, Polizeigesetze gibt es also in jedem Bundesland eins, insgesamt 16 Stück und dann natürlich weitere Sicherheitsgesetze auf bundesweiter Ebene. Und genauso lange, wie es diese Polizeigesetze gibt, gibt es eigentlich auch immer wieder die Debatte darüber, ob man die nicht vereinheitlichen oder zumindest angleichen sollte. Diese Debatte wird häufig unter dem Schlagwort eines Musterpolizeigesetzes geführt, also die Idee, dass es ein Gesetz geben sollte oder eine Richtlinie mehr, sollte man sagen, an die sich die anderen Bundesländer orientieren können und daran die Befugnisse ihrer Polizei ausrichten sollen. Und diese Debatte um das Musterpolizeigesetz hat hier, habe ich ein Zitat mitgebracht von Thomas de Maizière, damaliger Innenminister, zusammengefasst. Er sagte im Januar 2017, es darf in Deutschland keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben und spielt damit genau darauf an, dass es halt so eine Richtlinie, so ein Musterpolizeigesetz geben soll. Das ist damals dann nicht geschehen, sondern oder wurde bisher nicht umgesetzt. Es gibt auch heute noch keine solche Richtlinie, kein Musterpolizeigesetz, sondern vielmehr, es ging in eine ganz andere Richtung. Viele Bundesländer haben daraufhin begonnen, erst recht auszureißen und sich noch mehr von dem Mittel zu entfernen. Und die ersten Bundesländer, die das gemacht haben, das war dann ab Mitte 2017, waren diese, in denen die CDU oder die CSU die Innenminister stellen, nämlich Bayern und Baden-Württemberg unter anderem. Und die haben ihre Polizeigesetze so grundlegend reformiert und so viele neue Befugnisse eingeführt, dass viele BeobachterInnen damals von einem Paradigmenwechsel gesprochen haben. Und dieser Paradigmenwechsel lässt sich sehr gut an genau einem Begriff festmachen und das ist dieser ganz zentrale Begriff des Gefährders oder manchmal auch des islamistischen Gefährders genannt. Und an diesem Begriff des Gefährders, der letztendlich eine Person beschreibt, die noch keine Straftat begangen hat, also wir sind immer noch im präventiven Bereich, sondern eine Person, der die Polizei zutraut, dass sie sowohl gewillt ist, eine schwere Straftat zu begehen, also möglicherweise sich bereits radikalisiert hat, als auch in der Lage ist, also irgendwie über die Möglichkeiten verfügt, eine schwere Straftat bis hin zu einer terroristischen Straftat zu begehen. Und an diesem Begriff, an diese Personengruppe der Gefährder, wurden dann in diesen neuen Polizeigesetzen zahlreiche Maßnahmen geknüpft. Und dazu gehören solche Maßnahmen wie die Präventivhaft, also dass die Polizei diese Menschen, die sie für Gefährder hält, einsperren darf und teilweise über sehr, sehr lange Zeiträume, also in Bayern über 3 Monate und dann noch verlängerbar. Und aber auch zahlreiche technische Maßnahmen. Das habe ich in mehreren Vorträgen immer mal wieder beschrieben. Also auch dieser Eingriff, wie beispielsweise Staatstrojaner, wurden teilweise an diesen Gefährderbegriff geknüpft. Diese Änderungen in den Polizeigesetzen, nicht nur in Bayern und Baden-Württemberg, sondern auch in Niedersachsen, NRW, Brandenburg, haben massiven Widerstand hervorgerufen. Es gab in wirklich, wirklich vielen deutschen Städten große Demos. Es haben sich oft Ortsgruppen formiert, die zu dem Thema informiert haben, mobilisiert haben. Und die Kritik, die da aus der breiten Menge kam, befasste sich im Kern häufig damit, zu sagen, wir sind hier immer noch im präventiven Bereich, also gerade im Bereich Polizeigesetze, wo die Polizei immer aufgrund von Annahmen und aufgrund von großer Unsicherheit letztendlich agiert, weil sie nie mit StraftäterInnen zu tun hat, sondern immer mit Menschen, von denen sie bloß glaubt, dass sie in Zukunft eine Straftat begehen dürfen. Da muss besonders vorsichtig umgegangen sein, da muss besonders stark abgewogen werden, welche Eingriffe tatsächlich gerechtfertigt sind, weil diese Menschen sich ja nie dagegen wehren können, also weil es keine wie im Strafrecht beispielsweise eine Unschuldsvermutung gäbe, wo eine Person nachweisen kann, dass sie nichts begangen hat, gilt das für Gefährlichkeit nun mal gerade nicht. Weil es so ungewöhnlich ist, finde ich das nochmal erwähnenswert, gerade in diesem Fall Bayern, der halt so hervorstach in den letzten Jahren, weil die Regelung so besonders weit ging, hat sogar, und das ist halt sehr ungewöhnlich, die Polizei selbst und einige der Polizeigewerkschaften gesagt, dass sogar ihnen diese Regelungen zu weit gehen. Und das ist hier ein Zitat, was ich nochmal mitgebracht habe von dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, der damals gegenüber der Tagesschau sagte, mit Blick auf das bayerische Polizeigesetz, dieses Polizeiaufgabengesetz enthält Regelungen, die nicht dazu dienen, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu stabilisieren. Sie sind eher darauf ausgelegt, Misstrauen in den Staat zu sehen. Und hat damals
damit halt diese Kritik, die, und das möchte ich nochmal betonen, halt nicht nur von links kam oder nicht nur aus Bürgerrechtsorganisationen, sondern wirklich auch aus weiten Teilen der Gesellschaft nochmal bekräftigt. Und damit sind wir bei der Ausgangssituation, vor der wir heute stehen, im Jahr 2020, in die also dieser Gesetzentwurf für ein Berliner Polizeigesetz jetzt fällt. Das ist eine Grafik, die kommt nicht von mir, sondern die wurde von dem Ortsverband der Piraten in Baden-Württemberg erstellt und ich meine auch zuletzt kürzlich 2020 aktualisiert. Und was diese Grafik darstellen soll, ist die Befugnisse, die die Polizei in verschiedenen Bundesländern hat. Und in schwarz eingefärbt sind solche Bundesländer, in denen die Polizei halt extrem viele Befugnisse hat, bis hin zu dieser unendlichen Präventivhaft, die immer weiter verlängerbar ist und sogar der Einsatz von Handgranaten, die unter Kriegswaffen zu zählen sind. Das ist ein Bundesland bisher, nämlich Bayern, was, wie ich schon mehrmals jetzt gesagt habe, halt extrem rausstricht. Dann rot eingefärbt in dieser Karte sind die Bundesländer, die auch in den letzten Jahren ihre Polizeigesetze ausgeweitet haben und neue Befugnisse eingeführt haben, die extrem in die Grundrechte eingreifen, wie beispielsweise der Einsatz von Trojaner-Software, um auf Endgeräte zuzugreifen und dort direkt Daten auszuleiten, wie beispielsweise diesen Gefährderbegriff, der halt Personen in den Fokus der Polizei rückt, die auch noch keine in ihrem Verhalten noch nicht unbedingt Anlass dazu geben, dass eine konkrete Straftat bevorsteht, sondern von dem bloß angenommen wird, dass sie in ihrer Person selbst das Potenzial birgen, gefährlich zu werden, und die Videoüberwachung. Und das sind, wie man hier sieht, einige, also NRW, Brandenburg, einige weitere Bundesländer, alle jene, die halt in den letzten 3 Jahren ihre Befugnisse ausgeweitet haben. Und dann verbleiben noch einige andere Bundesländer, die noch in Gelb sind. Das sind die, in denen noch besonders, also weniger starke Befugnisse bei der Polizei sind. Auch in den gelben Bundesländern gibt es aber schon viele technische Befugnisse bei der Polizei, wie etwa Bodycams oder Aufenthaltsverbote. Und das sind interessanterweise genau die Bundesländer, die sich jetzt aber gerade noch in diesem Prozess befinden. Also Berlin ist gelb eingezeichnet, darüber werde ich jetzt gleich noch weiter reden. Bremen ist gelb eingezeichnet, auch darüber habe ich letzte Woche einen Artikel geschrieben, weil auch Bremen gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Schleswig-Holstein ist gelb eingezeichnet, da bin ich demnächst als Sachverständige im Landtag, weil auch die gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Also sind alles Bundesländer, die, in denen dieser Prozess jetzt gerade noch ansteht und die somit, so könnte man annehmen, erstmal sich auch weiterhin entwickelt werden, demnächst rot oder schwarz eingefärbt zu sein, indem sie ihre Befugnisse immer weiter ausbauen. Genau, und damit bin ich jetzt bei Berlin angekommen, dem Gesetzentwurf, den die rot-rot-grüne Landesregierung hier kürzlich vorgelegt hat. Ich habe eingangs gesagt, meiner Meinung nach hat Berlin, die Berliner Landesregierung hier in vielerlei Hinsicht einiges besser gemacht als die anderen Landesregierungen. Und jetzt möchte ich noch mal darauf eingehen, was heißt das denn? Was haben sie besser gemacht? Berlin ist das erste Bundesland in diesen letzten 3 Jahren, und das finde ich also genau sehr bemerkenswert, die nicht nur Befugnisse in ihrem Polizeigesetz ausbauen, sondern die zum ersten Mal Befugnisbeginn wieder einzuschränken. Also Befugnisse, die jetzt schon bestehen bei der Polizei, und Ermessensspielräume, die jetzt schon bestehen, wieder zumindest schrittweise einzuschränken und zurückzubauen und dabei auch nicht nur den RichterInnen vorbehalten, sondern noch viel weitergehend. Berlin hat auch diese Möglichkeit, kann man ja sagen, dass das Polizeigesetz jetzt gerade genutzt, um nicht nur in den Blick zu nehmen, was wünschen sich die Polizeigewerkschaften seit Jahren, was wird da immer wieder gefordert an neuen Maßnahmen, sondern hat auch in den Blick genommen, was sagen uns eigentlich Betroffenenverbände seit Jahren, was sind Forderungen von Bürgerrechtsgruppen, die seit langem im Raum stehen, und hat da begonnen, mehr Kontrollmechanismen einzuführen. Und deshalb beginnt das Berliner Polizeigesetz für mich auch mit einem großen Nein, denn es zeichnet sich tatsächlich aus meiner Perspektive auch zum Teil daran aus, was nicht drin steht. Und es steht halt ganz ausdrücklich nicht drin, dass Trojaner-Software eingesetzt werden soll. Also die Berliner Landesregierung hat das durchaus diskutiert in den letzten, muss man ja auch schon sagen, über 1,5 Jahre, in denen dieser Gesetzesentwurf zwischen den innerhalb der Koalitionsfraktionen hin und her geht, und hat sich aber eindeutig dagegen positioniert und letztendlich auch dagegen entschieden. Und das zweite große Nein, das die Berliner Landesregierung erteilt hat, ist, dass
Nein zur Präventivhaft. Also während in den letzten Jahren Länder wie Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg alle diese Dauer der Präventivhaft, also die Zeit, in der eine Person festgehalten werden kann, ohne dass sie eine Straftat begangen hat, sondern um zu verhindern, dass sie demnächst eine Straftat begehen wird, angehoben haben, teilweise auf 2 Wochen, auf 1 Monat, auf 3 Monate, ist Berlin, wo jetzt gerade aktueller Stand 4 Tage möglich sind, einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, nein, wir halten noch nicht mal diese 4 Tage für tatsächlich notwendig, weil wenn 4 Tage notwendig sein sollten, dann können die PolizistInnen auch ein ordentliches Ermittlungsverfahren eröffnen. Da müssen sie dieser Person konkret etwas vorwerfen, dass es sich zu verhindern lohnt, und deswegen wird diese Dauer der Präventivhaft oder des Präventivgewahrsams in Berlin nun herabgesenkt werden auf 2 Tage statt 4 Tage. Und das ist wirklich im Vergleich zu diesen anderen Bundesländern ein ganz erstaunlicher Schritt. Ein weiterer Aspekt, der neu geregelt werden soll in dem Berliner Polizeigesetz, in dem geplanten, ist der Umgang mit den sogenannten gefährlichen Orten oder wie man im Polizeijargon sagt, die KBOs, die kriminalitätsbelasteten Orte. Wer in Berlin lebt oder sich hier manchmal aufhält, kennt das. Das sind unter anderem hier im Bild der Görlitzer Park, Warschauer Straße, Hermannplatz, Teil der Riga-Straße. Es gibt bestimmte Orte in Berlin, die als sogenannte kriminalitätsbelastete Orte gelten und an denen die Polizei bestimmte Befugnisse hat, und zum Beispiel darf sie dort anlasslos, also ohne dieser Person einen Grund zu nennen, warum, Personen kontrollieren, nach ihren Ausweis fragen und auch durchsuchen und deren Sachen, die sie mitführen, durchsuchen. Das führt immer wieder, wie Betroffene seit Jahren schildern, zu Racial Profiling, weil wenn die Polizei ohne Anlass kontrolliert, dann wird sie trotzdem bestimmte Menschen mehr kontrollieren als andere, und das sind halt in vielen Fällen migrantisierte Menschen, People of Color, obdachlose Menschen, Menschen, die im Blick der Beamtinnen außerhalb der Norm fallen. Das sind Menschen, die dann an diesen Orten besonders oft Kontrollen erleben. Und die Berliner Landesregierung hat gesagt, dieses Problem des Racial Profiling möchte sie in Angriff nehmen, und deshalb schreibt sie nun in diesen Polizeigesetzentwurf rein, dass in Zukunft Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht sowie Sexarbeit, das Anbieten von Sexarbeit, kein Grund mehr sind, um kriminalitätsbelastete Orte einzurichten, neue, oder um die bestehenden aufrechtzuerhalten. Also sollten im Görlitzer Park besonders oft Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht festgestellt werden, so wäre das trotzdem kein Grund, das als kriminalitätsbelasteten Ort zu bezeichnen. Ich habe dann vor ein paar Wochen ein Gespräch dazu geführt mit der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin und sie nach ihrer Einschätzung dazu befragt, und da war die Reaktion ehrlich gesagt sehr verhalten. Also natürlich befürwortet man das, alle Maßnahmen, die in die Richtung gehen oder auch nur signalisieren, wir setzen uns gegen Racial Profiling ein, sind natürlich Maßnahmen in die richtige Richtung. Trotzdem ist also auch aus meiner Perspektive sehr zweifelhaft, ob das tatsächlich dazu führen wird, dass die bereits bestehenden Orte, die ja auch ständig überprüft werden sollen, tatsächlich demnächst abgeschafft würden. Und ich finde hier, um so einen kleinen Exkurs zu machen, gedanklichen, ein viel schöneres Beispiel oder eine Regelung, die meiner Meinung nach besser gelungen ist in dieser Hinsicht, ist das Polizeigesetz in Bremen, was ja auch vor 2 Wochen vorgestellt wurde. Die Bremer Landesregierung geht nämlich eigentlich den logischen Schritt weiter und zieht die Konsequenz und sagt, wir schaffen dieses Konzept von gefährlichen Orten einfach komplett ab. Niemand soll nirgendwo in der Stadt ohne Anlass kontrolliert werden, sondern wenn Menschen kontrolliert werden, dann soll ihnen ein Anlass, ein Grund genannt werden, und sie haben auch ein Recht zu erfahren, was der Grund dafür ist. Und dahinter steht wieder die Hoffnung, damit das Problem des Racial Profilings einzudämmen und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dagegen zur Wehr zu setzen, wenn sie glauben, dass sie oder wenn sie erfahren, dass sie zu Unrecht kontrolliert worden sind. Ein weiterer Aspekt, und das geht in eine ähnliche Richtung, der in Berlin neu geregelt werden soll, ist der Umgang mit ungerechtfertigter Polizeigewalt oder wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie zu Unrecht Opfer von polizeilichen Maßnahmen geworden sind. Das hier ist ein Bild vom G20-Gipfel in Hamburg, also nicht Berlin, aber um das zu veranschaulichen. Auch in Berlin gibt es immer wieder Fälle von Polizeigewalt, und eine
wirklich langjährige Forderung von Menschenrechtsorganisationen wie unter anderem Amnesty International ist, dass es Polizeibeauftragte braucht. Also dass es Stellen braucht, die nicht die Polizei selber sind, an die sich Menschen, die sowas erfahren haben, vertrauensvoll wenden können, die dann diese Ermittlungen in die Hand nehmen und Akteneinsicht haben und die Möglichkeit haben, sowas zu verfolgen und aufzuklären. Und diese Polizeibeauftragte soll nun in Berlin tatsächlich ab 2021 eingeführt werden, was meiner Meinung nach der richtige Schritt ist und bisher auch positive Reaktionen hervorgerufen hat. Auch in diesem Zusammenhang steht, wenn Polizeigewalt verfolgt werden soll oder wenn die Rechtmäßigkeit von polizeilichen Maßnahmen überprüft werden soll, dann muss natürlich geklärt werden, wer die PolizistInnen sind, die dort im Einsatz waren. Dafür braucht es die Kennzeichnung der Polizeibeamten. Also entweder müssen Menschen eine Dienstnummer an ihrer Uniform tragen oder sie müssen ihren Namen dort tragen. Tatsächlich gibt es in Berlin das schon seit 2011 in der Verordnung, aber bisher nicht gesetzlich. Und nun soll es auch ins Polizeigesetz übernommen werden, damit nochmal eine Stufe höher gehoben werden und zukünftig für alle Beamtinnen, egal wo und zu welchem Zeitpunkt, gelten. Und damit bin ich auch schon fast am Schluss dieses Berliner Polizeigesetzes. Es sind noch zwei technische Maßnahmen drin. Das eine ist die Bodycam, die eingeführt werden soll. Bodycams sind kleine Kameras, die Ton und Video aufnehmen können, die entweder von PolizistInnen am Körper getragen werden oder auf Streife auch im Auto vorne montiert werden können. Diese Bodycams sollen nun auch in Berlin als Testversuch eingesetzt werden, erstmal auf ein paar Jahre befristet. Und meiner Meinung nach hat Berlin es auch hier geschafft, zumindest eine bessere Regelung als manche andere Bundesländer zu schaffen. Also man hat zum Beispiel in Berlin explizit reingeschrieben, dass diese Kameras nicht in privaten Wohnraum eingesetzt werden sollen, weil der Wohnraum ein besonders geschütztes Gut ist in Deutschland. Sie sollen darüber hinaus einsehbar sein. Also während in anderen Bundesländern, wie beispielsweise in Saarland, wo kürzlich so eine Regelung geschaffen wurde, explizit drinsteht, dass dieses Material, was dann geschaffen wird durch die Bodycams, nur für die PolizistInnen selbst einsehbar wäre, steht in Berlin drin, zumindest im Gesetzentwurf jetzt gerade, dass auch für Betroffene, wenn ich bei einem Polizeieinsatz anwesend war, ich hinterher die Möglichkeit haben könnte, dieses Material einzusehen und damit ja möglicherweise auch selber nachzuweisen, wie mir Unrecht getan wurde und damit diese Beidseitigkeit hergestellt wird, die meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist. Die letzte technische Maßnahme, die noch im Gesetz drin steht, ist die Telekommunikationsüberwachung, die einfacher, das heißt, die Polizei in Berlin, und damit ist sie tatsächlich eins der letzten zwei Bundesländer in Deutschland, darf in Zukunft auch im präventiven Bereich an die Provider herantreten und um die Herausgabe von Inhaltsdaten aus der Telekommunikation bieten. Genau, das war einer der Kompromisse, die die Koalitionsparteien da eingegangen sind. Genau, damit bin ich am Ende. So ein bisschen die Frage, hat Berlin es besser gemacht? Ist jetzt alles toll in Berlin? Und ich würde sagen, ja, in vielerlei Hinsicht hat Berlin es besser gemacht. Sie haben es gut gemacht. Denn Berlin, und das wollte ich vor allen Dingen mit meinem Eingang zeigen, wo ich nochmal gesagt habe, was in den letzten 3 Jahren in anderen Bundesländern passiert ist, Berlin hat es tatsächlich geschafft, sich einfach gegen diesen Trend zu stellen. Also während in allen anderen Bundesländern immer nur verschärft wurde, immer nur Befugnisse der Polizei ausgebaut wurden, ist Berlin das erste Bundesland, und wirklich bemerkenswert, dass sich ein bisschen dagegen stellt und einen Gegenentwurf vorlegt. Und damit tatsächlich denke ich auch, oder meine Hoffnung ist, in dieser Debatte um das Musterpolizeigesetz vielleicht schafft, einen echten Gegenpol zu liefern und zu sagen, auch das, wie etwa Polizeibeauftragte, wie ein Einsichtsrecht in die Aufnahmen von Bodycams, auch das sind Forderungen, die für ein Polizeigesetz auf Bundesebene Strahlkraft entfalten könnten und die in den anderen Bundesländern möglicherweise in Zukunft übernommen werden könnten. Es gibt auch noch ein paar Aspekte, die meiner Meinung nach besser gemacht werden könnten. Da bin ich kurz drauf eingegangen, als ich über die gefährlichen Orte sprach. Also ich denke, dass hier die Bremer Regelung konsequenter ist und auch für Berlin interessant sein könnte, aber das werden sicherlich die nächsten Wochen nach der Sommerpause noch zeigen. Erstmal würde ich sagen, Berlin hat es tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr viel besser gemacht. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Marie Bröckling. Sehr gerne.
Ich werde euch im Stream jetzt die Gelegenheit geben, hier kann ich nicht rangehen, sorry. Ich werde euch im Stream jetzt die Gelegenheit geben, eure Fragen in Twitter einzutippen. Bitte twittert sie mit dem Hashtag NPA095, damit ich sie gleich vorlesen kann und Marie die weitergeben kann. Ich fordere alle Speakerinnen hier im Raum auf, auch sich Fragen zu überlegen. Und meine erste Frage ist tatsächlich, wie der Prozess hin zu diesem Gesetz in den letzten anderthalb Jahren, hattest du gesagt, gewesen ist. Weil wir ja schon als netzpolitische Bewegung und als Netzgrundrechtsbewegung in den letzten vielen, vielen hundert Jahren gefühlt, so seit der ersten Freiheit statt Angst-Demo im Prinzip, gefordert haben, eine ganz konkrete Evaluierung aller Sicherheitsgesetze, bevor irgendein neues Sicherheitsgesetz beschlossen werden darf. Und da würde mich total interessieren, wie das passiert ist oder ob das passiert ist bisher. Also tatsächlich ist das, also danke für die Frage, Sandra. Genau, du hast gerade angesprochen, Evaluierung von bisherigen Gesetzen, Erfolge messen und daran dann eigentlich bestimmen, was für Befugnisse Sinn machen, was noch eingeführt werden sollte. Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, über das ich auch immer wieder spreche mit Menschen aus der Polizei oder auch aus der Innenpolitik, dass wir weniger Zahlen haben. Also in ganz, ganz vielen, gerade diesen Überwachungsbefugnissen oder geheimen Befugnissen, erhebt die Polizei keine eigenen Zahlen und kann deshalb auch nie Angaben dazu machen, wie oft welche Befugnis eingesetzt wird oder wie, wenn man das so sagen kann, erfolgreich sie möglicherweise ist. Das heißt, nein, meiner Einsicht nach hat das nicht stattgefunden, so in diesem Umfang. Tatsächlich war ich auch ein bisschen überrascht. Ich habe dann ja, als ich diesen ersten Artikel schrieb vor ein paar Wochen, angefragt, unter anderem, also bei ein paar betroffenen Verbänden, unter anderem Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und bei einem Verein von SexarbeiterInnen in Berlin und habe beide gefragt, wart ihr eigentlich vorher eingebunden, wurdet ihr mal angefragt, weil um euch geht es ja unter anderem in diesem Gesetzentwurf, eure Interessen sollen gestärkt oder geschützt werden und beide waren überrascht und haben das direkt verneint und meinten, nein, wir wurden nie angefragt, aber eigentlich würden wir total gerne mit Menschen reden und wenn wir angefragt würden, würden wir uns dafür auch gerne die Zeit nehmen und bereit erklären. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das jetzt in dem Gesetzgebungsprozess in den nächsten Monaten noch geschehen könnte, also dass tatsächlich auch betroffene Verbände aktiv mit eingebunden werden könnten. Ja, der eine Punkt ist natürlich betroffenen Verbände und Konsultationen, öffentliche Anhörungen und so weiter. Und der andere Punkt sind natürlich länger angelegte Studien, Datenerhebungen, irgendeine Grundlage wissenschaftlicher Art, die einfach ganz entscheidend ist für eine informierte Gesetzgebung. Ne? Und da gibt es ja auch einen großen Punkt, der gerade öffentlich diskutiert wird im Innenministerium mit der Evaluierung von Polizeigewalt und Rassismus in der Polizei. Wie hast du dich damit auch beschäftigt? Bestimmt, zufällig. Genau, es wird keine Studie aus dem Innenministerium geben. Ich habe, also mein letzter Kenntnisstand ist, dass die Antidiskriminierungsstelle sagt, sie wären bereit, eine Studie zu machen, wenn es Gelder dafür gibt. Ein großes Problem, dass es diese Studien zurzeit noch nicht gibt und tatsächlich auch, also um daran nochmal anzuschließen, weil ich finde, das ist ein guter Punkt. Natürlich sind Konsultationen mit betroffenen Verbänden einmalige, wenn die dann 2 Stunden dauern, nicht dasselbe wie eine groß angelegte Studie. Und tatsächlich sehe ich da auch selber oft bei diesen Anhörungen ein starkes Ungleichgewicht. Also da sitzen dann Menschen aus den Polizeigewerkschaften, aus den Innenbehörden, die Vollzeit in diesem Bereich arbeiten, die dafür bezahlt werden und die natürlich auch andere Möglichkeiten haben, sich auf sowas vorzubereiten und auch auf andere Materialien zurückgreifen können. Und dann sitzen dem gegenüber häufig ehrenamtlich beschäftigte Betroffenenverbände, die spontan argumentieren müssen, die vielleicht Erfahrungswissen weitergeben können, aber sich selten auf Zahlen berufen können. Das ist ein großes Problem in der Asymmetrie, die da herrscht. Und anekdotische Evidenz wird ja auch weniger anerkannt als ganz harte Zahlen. Ne? Wir haben hier eine. Okay, super. Dann habe ich Fragen aus dem Internet. Dankeschön, Internet. In einigen Städten gibt es das Verbot von automatischer Gesichtserkennung. Gibt es das im Polizeigesetz in Berlin in dem Entwurf jetzt gerade auch? Gute Frage. Ich weiß es spontan. Ich muss nachgucken. Ich erinnere mich noch, dass es war in Berlin und Bremen, die gerade beide so
ganz schnell hintereinander kam. Ich meine, dass es in einem von beiden drin stand, aber ich kann es gerade nicht sicher sagen. Es geht da, also vielleicht daran anschließend, automatische Gesichtserkennung ist der eine Aspekt. Ein anderer Aspekt, der in dem Zusammenhang meiner Meinung nach sehr interessant ist, ist, dass viele dieser neuen Polizeigesetze Absätze beinhalten, wo es um die automatisierte Datenverarbeitung geht, also wo so ein bisschen die Voraussetzungen oder das ist meine Vermutung dafür geschaffen werden, dass zukünftig große Mengen Daten automatisch analysiert und gefiltert werden können. Und ich muss es nachgucken, aber ich meine, dass es Berlin war, wo drin stand, das darf nicht geschehen, wenn es zum Nachteil der Betroffenen ist. Also es dürfen keine Filter erstellt werden, in denen nachteilige Folgen der Betroffenen. Und das ist meiner Meinung nach nochmal ein sehr spannender Punkt, nochmal nachzufragen, wo dieser Absatz herkommt und was damit gemeint ist. Danke, da habe ich noch 1000 Gedanken natürlich zu, wie es in Berlin in den Bahnhöfen ja nicht durch Landesgesetz gedeckt natürlich mit automatisierter Gesichtserkennung Programme gibt. Aber das ist dann wiederum ein anderes Gesetz, worüber man dann wahrscheinlich auch nochmal reden muss intensiv. Genau, und das ist ja auch einer, also spannender Punkt, den du ansprichst, weil das ist ja auch einer der großen Schwierigkeiten, dass die Polizei als Sicherheitsbehörde häufig auswählen kann, auf welcher Gesetzesgrundlage sie handhabt etwas. Das heißt, die Polizei ist in einer Situation und kann dann in dem Moment entscheiden, auf welcher Gesetzesgrundlage handeln wir gerade, und dann natürlich auch entscheiden, auf welcher Gesetzesgrundlage haben wir mehr Möglichkeiten. Das ist eine große Schwierigkeit, würde ich sagen, aus Perspektive von Betroffenen oder allgemein allen Menschen, dass ich als Betroffene vielleicht nicht so einen guten Einblick darin habe von, ich bin gerade am Bahnhof, welche Gesetze gelten hier gerade alles, was ist möglich? Danke. Die nächste Frage ist, warum schafft es die Thüringer Regierung, wo ja die Linke auch mit in der die Regierung stellt, nicht die Befugnisse der Polizei einzuschränken, und die Regierung in Berlin, wo ja die SPD führt und die Grünen und Linken auch mit Teil der Regierung sind, schafft das? Hast du Einblick in den Thüringer Prozess und welche Überlegungen da der Hintergrund sind? Also speziell zu Thüringen fällt es mir gerade schwer, das mit Berlin zu vergleichen, aber vielleicht noch eine andere Landesregierung, wo ich ein bisschen näher dran war im Gesetzgebungsprozess, war Brandenburg, das ja auch eine rot-rote Regierung hat. Und da, also meine Erfahrung ist sehr wohl, dass es einen großen Unterschied macht, ob beispielsweise die Union am Gesetzgebungsprozess beteiligt ist oder nicht. Also auch in Brandenburg hat es beispielsweise die Linkspartei dann geschafft, den Staatstrojaner rauszuverhandeln, in wirklich sehr, sehr langwierigen, sehr zähen Verhandlungen im Polizeigesetz, was in anderen Bundesländern undenkbar gewesen wäre. Also wenn man dann vergleicht, nochmal Beispiel Bayern, weil es immer so leicht ist, wo die CSU das praktisch immer Alleingang machen konnte, weil sie allein die Regierung stellt, macht das schon einen großen Unterschied, wer die KoalitionspartnerInnen sind. Dann ganz herzlichen Dank, Marie Bröckling, für euch hier im Vortrag. Dankeschön nochmal. Dankeschön.